Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Wir sind heute im letzten und fünften Teil unseres Einsteigerseminars. Im heutigen Seminar zum Thema Normung und Recht geht es um die rechtlichen Hintergründe in der Normung. Und dabei sollen unter anderem Fragen wie zum Beispiel, was bedeutet der New Approach und für was steht das CE-Zeichen, beantwortet werden. Die Präsentation wird circa 30 Minuten dauern und ich möchte dazu auch gleich unseren Referenten, den Thomas Senko, begrüßen. Guten Morgen, Thomas. Bevor ich dich jetzt hier vorstelle, vielleicht kannst du das einfach selber tun. Ja, danke dir. Guten Morgen da draußen, guten Morgen Jens. Ich freue mich, dass wir heute gerade mal 49, wunderbar, 49 Teilnehmer schon wieder mit dabei haben. Ja, du sagtest, es ist das fünfte Webinar und es ist auch genau das fünfte Webinar für mich. Physikalische Seminare habe ich bestimmt schon einige hundert gehalten, aber diese Webinartechnik war ein tolles Erlebnis für mich und es war auch neu für mich. Ich bin studierter Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik, habe in Darmstadt studiert, habe dann einige Stationen in der Industrie im Bereich der Kommunikationstechnik, strukturierte Gebäudeverkabelung absolviert und bin seit 2009 Mitarbeiter beim VDE, respektive im Bereich EKE tätig, war dort lange Zeit Referent für Glasfaserkabel und Steckverbinder und bin dann gewechselt in den Bereich der internationalen Abteilung, kümmere mich dort um die Managementgremien der IEC und nebenbei machen wir noch das Schulungsprogramm und mit dir zusammen auch den Social Media Auftritt der DKE. Ja, danke Thomas für deine Vorstellung. Nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin der Jens Wiebrandt und werde heute Ihr Moderator sein. Ich bin selbst ebenfalls Mitarbeiter hier in der DKE und dort für die Themen der Next Generation DKE verantwortlich. Und wie der Thomas gerade gesagt hat, betreuen wir auch unsere Social Media Kanäle in der DKE. So, bevor nun Thomas mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar kleine organisatorische Hinweise an Sie. Die sind während unseres Webinars selbst stumm geschaltet. Das hat einfach den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Dazu nutzen Sie bitte den Chat oder die Fragen- und Antworten-Funktion bei Ihnen rechts im Bildschirm zu sehen. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden Sie dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Stellen beantworten, das heißt, ich gebe diese Frage direkt an Thomas weiter, oder wir heben Ihre Fragen bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Ich werde dies als Moderator dann intuitiv entscheiden und Sie durchs Webinar führen. In jedem Fall werden wir alle Fragen Ihrer heute versuchen zu beantworten. Dann im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, in der wir Sie bitten, teilzunehmen, damit wir Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten können und immer wieder unsere Webinare optimieren. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also zum Beispiel mal Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie diese hinterher natürlich nochmal einsehen. Ja, heute möchten wir dann auch direkt jetzt damit beginnen. Und ich würde damit jetzt sofort an den Thomas übergeben. Wir freuen uns auf ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank für die Einführung, Jens. Wir legen los. Ein Disclaimer von mir vorab. Das Webinar heißt Normung und Recht. Ich bin ausgesprochen kein Jurist und kein Rechtsanwalt. Ich habe zwar einige dieser Kollegen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch unter den Kollegen hier, aber bitte haben Sie immer im Hinterkopf, ich bin Diplom-Ingenieur und orientiere mich eher an der Technik, an den Regeln, aber ja, ich möchte von vornherein vermeiden, dass Sie meine Worte allzu sehr auf die Goldwaage legen, aber ich denke, ich kann Ihnen vermitteln,
worauf es ankommt, wenn wir uns in der Normung bewegen und in welchem Rechtsumfeld wir uns bewegen. Ja, ich sehe gerade, wir sind 58 Teilnehmer mittlerweile. Dann würde ich sagen, legen wir los. Beginnen wir mit den Normen in der Rechtsordnung. Was Sie hier sehen, ist eine Pyramide, die verschiedene Achsenbeschriftungen trägt. Und so sehen wir zum einen den Unterschied zwischen der staatlichen Hoheit und der Selbstverwaltung der Wirtschaft. Wenn Sie die vorherigen Webinare bereits verfolgt haben, dann wissen Sie, wie wichtig uns das ist, dass wir uns vom Markt regieren lassen und dass wir den Markt und alle seine Fachkreise, alle seine Teilnehmer so in die Normung einbinden, dass nur die Normen entstehen, die auch tatsächlich gebraucht werden und die Inhalte so festgelegt werden, dass sie für alle Marktteilnehmer zutreffend sind und gerecht sind. Es gibt andere Länder, da ist die Normung direkt an die staatliche Hoheit gebunden. Das heißt also, es gibt Länder, wo Normung staatlich finanziert ist und wo Normung dann letztendlich auch weisungsgebunden ist. Und das ist der große Unterschied in der IEC-Normung, so wie wir sie hier in Europa und vor allem auch in Deutschland verstehen. Das, was Sie weiterhin sehen auf dem Graph, der hier aufgetragen ist, sehen Sie, dass natürlich Gesetze und Verordnungen vom Detaillierungsgrad her nicht sehr detailliert sind. Normen gehen viel weiter in die Technik hinein und das ist auch gut so. Das ist genau der Grund, den ich eben schon erwähnt habe. Wir sind, was die Normung angeht, auch flexibler und schneller. Das ist eine Sache, wo wir den Beweis tagtäglich neu antreten müssen. Gerade was die Geschwindigkeit angeht, wird da in letzter Zeit sehr viel von der Normung gefordert. Und man muss immer schauen, ist das denn notwendig oder ist es nicht notwendig? Es gibt da verschiedene Normen, die natürlich in die Entwicklung schneller gehen könnten, aber andere dürfen auch ruhig länger brauchen. Das kommt ganz auf den Technikbereich an. So, das soll uns also sagen, dass wir mehr Detaillierung erreichen können in dem Moment, wo wir Normen anwenden. Die Verbindlichkeit sinkt natürlich, während wir natürlich uns alle an Gesetze halten müssen und an Verordnungen und Erlasse, ist es so, dass die Normenanwendung von vornherein freiwillig ist. Und ich glaube, ich habe es auch schon in den anderen Webinaren schon gesagt, dass wir, wenn wir Verträge schließen, uns dann auf Normen berufen und erst dann werden Normen verbindlich. Was wir auch sehen, ist natürlich die Öffentlichkeit und der nicht öffentliche Bereich. Das, was wir als Basis in dieser Pyramide dargestellt haben, sind die sogenannten Werksnormen. Das heißt, über die noch öffentlichen Normen hinaus hat natürlich jede Firma und jeder Betrieb, aber natürlich auch jeder andere Fachkreis interne Regularien, die angewendet werden. Ich spreche jetzt mal von der Industrieseite. Da ist es natürlich so, dass über die Normen natürlich noch Vorgaben für Produktion bestehen, detaillierte Vorgaben zur Prüfung bestehen und so weiter und so weiter, Qualitätssicherungssysteme und so weiter. Das wird hier als Werksnorm bezeichnet und der Übergang zur Norm ist dann noch so zu sehen, dass man natürlich sogenannte Konsortialstandards oder Public Available Specifications, das soll hier das PAS bedeuten, dazwischen finden kann. Konsortialstandards, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der USB-Steckverbinder, der von einem Industriekonsortium beschrieben ist, in einem Standard veröffentlicht worden ist und der dann im Nachgang in die öffentliche Normung überführt wurde. So kann man also sagen, Konsortialstandards sind die Standards, die zwischen einzelnen Parteien vereinbart werden, das heißt also von Gruppen von Unternehmen oder von Marktteilnehmern vereinbart werden und dann als Standard beschrieben werden. Eine Public Available Specification, da würde ich gerne verweisen auf das Webinar, was wir letzte Woche gemacht haben. Das heißt also, wäre eine Übernahme, eine Wort- und inhaltsgleiche Übernahme eines zum Beispiel solchen Konsortialstandards
in dem Bereich der IEC-Normen. Und da ist es auch so, dass man quasi dieses Dokument aus dem nicht öffentlichen Bereich hebt in den öffentlichen Bereich. Das sind die grundsätzlichen Dinge zur Hierarchie. Wir gehen weiter und haben einmal die ketzerische Aussage, Normen wirken deregulierend. Ich glaube, da habe ich auch schon drüber gesprochen in einem der vorhergehenden Webinare. In Deutschland, in Europa ist es so, dass der Staat für die Gesetzgebung zuständig ist und wir alle halten uns an diese grundlegenden Anforderungen, die in Gesetzestexten gefasst worden sind. Das ist dann der rechtliche Rahmen und der Staat behält sich natürlich vor, Schutzziele auszugeben. Das heißt also, er reguliert in den Markt hinein und gibt konkrete Ziele vor, die zum Beispiel die Sicherheit eines Produktes betreffen, die dem Betrieb von Anlagen angeht und so weiter. Gott sei Dank ist es so, dass diese Gesetze, die wir hier in Deutschland vorfinden, an den entscheidenden Stellen dann im Detail nicht weiter ausgeführt werden, sondern verweisen, da komme ich später nochmal drauf, wie das funktioniert, verweisen auf den Stand der Technik, den wir hier in der DKE in Form von Normen dokumentieren. Ja, Beispiele ist ganz klar das Bauwesen, Gesundheitsschutz, Umweltschutz. Kommen wir zum nächsten Diagramm. Und Sie sehen, in Deutschland, wir haben zwei unterschiedliche Rechte, die wir also zwei Gruppen von Rechten, die wir separieren können, nämlich einmal das Privatrecht, also das Vereinsrecht, und dann das öffentliche Recht, das Verwaltungsrecht. Dieses Privatrecht, darunter fällt auch die Normung und darunter fallen alle Vereine natürlich auch, aber nicht nur der VDE ist ein Verein, sondern auch andere Vereine fallen unter dieses Privatrecht. Wir als DKE ordnen uns auch dort unter. Sie sehen allerdings, wir arbeiten nach klaren Regeln. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Zum Beispiel arbeiten wir nach der DIN 820, der Richtlinie für Normenausschüsse, herausgegeben von DIN. Darüber hinaus ist dort dann auch geregelt, dass wir ein öffentliches Einspruchsverfahren durchführen, dass wir alle Kreise an dieser Normung beteiligen und alles das, was Sie in den vorherigen Seminaren schon gehört haben, was wir als unsere Aufgabe ansehen. Daneben findet sich das Verwaltungsrecht. Beide Rechtsformen sind dem Grundgesetz untergeordnet, das heißt also Privatrecht wie auch öffentliches Recht natürlich. Das Verwaltungsrecht geht in erster Linie aus von der Bundesregierung, ist dann teilweise delegiert an die Länderregierungen. Und was Sie hier auch sehen, ist diese Verknüpfung zwischen öffentlichem Recht und dem Privatrecht in Form des Normenvertrages, den die Bundesregierung abgeschlossen hat mit DIN und dadurch eine Autorität geschaffen hat, die den Stand der Technik für Deutschland in Form von Normen festhält. Ich habe einige Gesetze, die, die in die Technik eingreifen, auf der linken Seite mal benannt. Wir finden zum Beispiel darunter das Atomgesetz, das Produktsicherheitsgesetz, das Energiewirtschaftsgesetz und auch Verordnungen. Und mit der Verordnung möchte ich anfangen. Da gibt es nämlich einen Sonderfall, die Straßenverkehrsordnung, die als einzige Rechtsnorm eine genaue Angabe einer DIN-Norm enthält, wo also nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise allgemein beschrieben wird, dass der Stand der Technik anzuwenden ist oder Stand von Wissenschaft und Technik anzuwenden ist. Diese Definition kommt gleich, erkläre ich Ihnen gleich nochmal. Sondern in dieser Verordnung finden Sie auf jeden Fall das Zitat der DIN 1364. Das ist die Norm, die den Aufbau des Verbandskastens in Fahrzeugen beschreibt. Und zwar wird die dort so genau definiert, dass man sogar die Jahreszahl angibt, dass man also sagt, wir hätten gern die Variante 2014, um genau den Inhalt zu definieren. Das heißt also ein datierter Verweis in dieser Verkehrs-, in dieser Verordnung.
Das bedeutet aber auch, wenn ich Einfluss nehmen möchte als Gesetzgeber auf den Inhalt dieses Verbandskastens, dann muss ich meine Verordnung anpassen. Und Sie können sich vorstellen, dass das Anpassen einer solchen Verordnung einen höheren Aufwand bedeutet als das Anpassen einer DIN-Norm. Diesen Weg gehen die Gesetze, die wir auf der linken Seite stehen haben, Atomgesetz, Produktsicherheitsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz. Da ist es so, dass wir Verweise haben in Form von Hinweis auf den Stand der Technik zum Beispiel. Aber das können Sie, wenn Sie diese Gesetze im Internet suchen, können Sie das selber nachlesen. Die Gesetze finden sich ja Gott sei Dank alle öffentlich mittlerweile im Internet zum Durchsuchen. Gehen wir weiter. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt diesen Normenvertrag. Das also nur noch mal zum Hinweis. Wir bieten uns an, als Normenausschuss des DIN der Bundesregierung, diese Gesetze zu detaillieren und dementsprechend dafür zu sorgen, dass das Schutzziel oder der Regulierungswille der Bundesregierung sich auf technischer Ebene wiederfindet. Dafür arbeiten wir nach genauen Verfahrensrichtlinien, dafür arbeiten wir so, dass alle Marktteilnehmer, auch die schwächeren Wirtschaftspartner, gern genannt werden hier kleine und mittelständische Unternehmen, aber halt auch Verbraucherorganisationen, die beteiligen wir an der Norm und sorgen dann dafür, dass nicht einige wenige nur den Inhalt dieser Norm definieren. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich auch definiere, was denn der Unterschied ist zwischen anerkannter Regel der Technik, Stand der Technik, aktueller Stand der Technik. Am einfachsten ist es zu beginnen mit der Regel der Technik. Das, was wir als Norm hier veröffentlichen, ist eine sogenannte Technikregel oder eine Regel der Technik. In dem Moment, wo ich das Wort anerkannt davor schreibe, verleihe ich dieser Regel der Technik eine gewisse Autorität. Das heißt also, eine anerkannte Regel der Technik ist das, was wir, so wie es hier beschrieben ist, festlegen, allerdings als von der Mehrheit repräsentative Fachleute wiedergegebenen Stand der Technik. Das heißt also, das, was wir hier tun, indem wir alle im Markt befindlichen Teilnehmer, wir sagen ja Fachkreise, an der Normung beteiligen, sorgt dafür, dass wir einen repräsentativen Stand der Fachleute im Markt haben und dadurch, dass wir dann auch die Öffentlichkeit beteiligen an dieser Normung, erlangen wir diese oder ermöglichen wir dieser Regel den Titel anerkannte Regel der Technik zu führen. Das ist also der Unterschied zwischen Regel der Technik und anerkannte Regel der Technik. Darüber hinaus gibt es aber noch den sogenannten Stand der Technik. Und das ist meist das, was in Gesetzen zitiert wird. Das heißt also nicht nur die Einhaltung von Normen ist Garant dafür, um das Regulierungsziel zu erreichen, sondern der zum Beispiel Hersteller eines Produktes hat, um der Regulierung Genüge zu tun, auch eigene Anstrengungen zu unternehmen, nicht nur die Norm zu erfüllen, sondern darüber hinaus auch zu eruieren, was man tun kann, um zum Beispiel die Sicherheit eines Produktes zu gewährleisten oder den Betrieb eines Atomkraftwerks möglichst sicher zu gestalten. Und da im Atomgesetz geht es sogar noch weiter, da heißt es nämlich, es ist auch der Stand von Wissenschaft und Technik zu gewährleisten und das ist ein sehr, sehr umfangreicher Stand. Das heißt also, dort muss ich auch wirklich schauen, was wird im universitären Umfeld noch gerade geforscht, erforscht, was ist publiziert worden, kann dieses Wissen vielleicht dazu beitragen, dass der Betrieb dieses Kraftwerks noch sicherer sein kann. Gut, das Thema will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, ich habe Ihnen damit deutlich machen können, dass es verschiedene Definitionen von Technikregeln und vom Stand der Technik, aktueller Stand der Technik und Stand von Wissenschaft und Technik gibt. Okay, aktueller Stand der Technik wäre natürlich dann die Weiterführung einer Norm. Das heißt also, der Stand der Technik ist immer verknüpft mit dem Veröffentlichungsdatum der Norm. Und der aktuelle Stand der Technik, da könnte man jetzt zum Beispiel auch heranziehen, einen neuen Entwurf einer Norm, die bereits veröffentlicht wurde.
Und dann hätte man also den aktuellen Stand der Technik. Aber natürlich nicht nur die Norm, sondern auch eigene Forschung und eigene Erfahrung der Firma muss mit eingebracht werden. Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist also eine Wiederholung, die Anwendung von Normen ist freiwillig und Normen werden dann bindend, wenn sie Gegenstand von Verträgen zwischen Parteien sind oder der Gesetzgeber ihre Einhaltung zwingend vorschreibt. Ich glaube, das haben wir jetzt ausgiebig rübergebracht. Ein vielleicht ganz interessanter Fall. Es ist so, dass wenn es zu einem Streit kommt, ich nehme an der Stelle immer gern das Beispiel eines Hauses, was von einem Elektroinstallateur mit einer Elektroinstallation versehen wurde. Der Elektroinstallateur hat, wenn es vertraglich nicht geregelt ist, die Freiheit, nicht nach der VDE 0100, das ist die VDE-Vorschrift für die Installation von Elektroinstallationsanlagen, er hat die Freiheit, nicht nach dieser Norm zu installieren, sondern wenn er der Meinung ist, dass es technisch bessere Möglichkeiten gibt, dann kann er von der VDE-Spezifikation abweichen, kann die DIN-Norm ignorieren und kann sagen, okay, ich installiere so, weil das habe ich schon immer so gemacht, das habe ich so gelernt und ich bin der Meinung, das ist vielleicht sogar die bessere Variante als die Installation, die in der Norm vorgesehen ist. Dann ist es allerdings so, muss er im Zweifelsfall einem Gutachter, der durch das Gericht eingesetzt wurde, dann muss er im Zweifelsfall, wenn es zu einem Schaden gekommen ist, nachweisen, dass er, warum seine Art der Installation besser ist. Andersherum gesprochen, billigt ein Richter einer DIN-Norm regelmäßig den Beweis des ersten Anscheins zu. Das ist so der Terminus, der dort verwendet wird. Das bedeutet, wenn jemand nachweisen kann, dass er normenkundig ist, dass er dementsprechend aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Norm installiert hat, dann muss man ihm wirklich nachweisen, dass er massiv gegen diese Norm verstoßen hat oder dass es womöglich trotzdem zu diesem Schaden gekommen ist. Und das ist also eine Sache, die wir immer sagen, das heißt, die Anwendung von Normen schafft Sicherheit und ist auch ein wichtiger Punkt, warum eigentlich jeder Elektriker in Deutschland dementsprechend sich zumindest die Kenntnis über die Normung erlangen sollte. Wie funktionieren jetzt diese Verweise? Auch das habe ich Ihnen schon begonnen zu erklären. Der denkbar schlechteste Weg, etwas zu beschreiben, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel der Straßenverkehrsordnung, wäre den Inhalt dieses Verbandskasten direkt zu zitieren in dieser Straßenverkehrsordnung. Das heißt also, in der Straßenverkehrsordnung würde drinstehen, nicht der DIN, nicht der Verbandskasten nach der DIN-Norm, sondern okay, da muss eine Rettungsdecke drin sein und da müssen Gummihandschuhe drin sein und Pflaster und alles mögliche, was weiß ich noch alles. Das wäre die sogenannte Inkorporation, das heißt also die vollständige oder Teil- oder Ausdrucksweise Übernahme von Normen in der Rechtsnorm. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil dann ist natürlich jede Form der Änderung in der Norm bedingt dann auch sofort die Änderung der Rechtsnorm, also der Verordnung oder gar des Gesetzes, was die ganze Sache natürlich erschwert. Besser ist dann der Verweis, das ist das, was ich Ihnen jetzt schon gesagt habe, der sogenannte starre Verweis. Da ist es so, dass die Norm mit ihrem Erscheinungsdatum genannt wird, so wie es in der Straßenverkehrsordnung im Moment passiert. Da steht dann drin, DIN 1364, war das die richtige Nummer, Jens? Ja, ne? Entschuldigung. Da ist es so, dass auf genau diese Ausgabe der Norm verwiesen wird, um genau festzulegen, welche Bestandteile in diesem Verbandskasten drin sind. Besser noch wäre eine gleitende Verweisung, die dann sagt, okay, bitte Verbandskasten nach DIN 1364 ohne das Ausnahmedatum. Das erlaubt dann den Marktteilnehmern, den Fachkreisen aus dem Markt, den Inhalt immer nach den Gegebenheiten anzupassen und so vielleicht eine noch bessere Versorgung im Ernstfall zu gewährleisten. Gut, man kann natürlich auch erweitert verweisen und gar nicht auf Deutsch
auf europäische Rechtsvorschriften verweisen und dann dementsprechend zitieren. Das, was meistens passiert in Gesetzen und in, in technischen Normen im Allgemeinen, ist die Verwendung von sogenannten Generalklauseln. Und da kommen dann die Begriffe zum Tragen, die ich Ihnen eben erklärt habe, nämlich zum Beispiel die anerkannte Regel der Technik als die genaue Definition einer Norm im Sinne von DIN und DKE. Kommen wir noch zu Normen und Patenten. Ich werde immer gefragt, darf ich denn patentierte Inhalte in Normen verwenden? Und die Aussage ist ja. Natürlich darf ich das. Man muss allerdings unterscheiden zwischen Normen und Patenten. Sie wissen jetzt schon, Normen sind freiwillig in der Anwendung für jedermann. Normen sind öffentlich. Ich kann Normen, wie Sie in den anderen Webinaren schon gehört haben, jederzeit überall einsehen. Es gibt diese DIN-Info-Points, wo ich einfach nur hingehen kann und kann sagen, ich möchte gerne den Inhalt der Norm kennenlernen. Bitte zeig mir mal bitte die und die Norm und dann können Sie die einsehen. Ein Patent ist etwas schwieriger einzusehen, aber letztendlich dann doch. Aber die Anwendung dieses Patents ist dann immer lizenzpflichtig. Das heißt, in den meisten Fällen gibt es einen sogenannten Schutzrechtsinhaber, der dafür sorgt, dass sein geistiger Inhalt geschützt ist. Und wenn jemand diesen Inhalt nutzen möchte, dieses Verfahren, dieses Prüfverfahren, dieses Produktionsverfahren, dann ist es so, dass er Lizenzen zahlen muss an denjenigen, der dieses Patent hält, der also das Schutzrecht innehat darüber. Jetzt ist es natürlich so, dass wir viele, viele Dinge patentiert haben in der heutigen Welt. Zum Beispiel haben wir Steckverbinder patentiert. So gibt es also aus dem Bereich, aus dem ich ursprünglich komme, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, Glasfaser-Steckverbinder. Und diese Glasfaser-Steckverbinder werden entwickelt und meist dann auch patentiert von Herstellern in dem Bereich. Das schließt allerdings nicht aus, dass ich diese Patente in Normen verwende. Was ich allerdings dann als Hersteller garantieren muss, ist, dass ich diese Nutzung der Patente, nämlich die Lizenzierung, so handhabe, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Lizenz zu erwerben. Und ich muss die Lizenzen so vergeben, dass sie dass sie einen angemessenen Lizenzbetrag aufrufen und der muss für alle gleich sein. Das heißt, sie dürfen auch nicht diskriminierende Bedingungen innehaben. Und so ist es so, im internationalen Umfeld wird das meist als Front, als fair, vernünftig und diskriminierungsfrei beschrieben. Generell ist es so, dass wir bei jedem neuen Normungsvorhaben und jedem Entwurf, der veröffentlicht wird, im Vorwort einen Text vorfinden, der da heißt, jeder, der diesen Normentwurf liest, zur Kenntnis nimmt, möchte bitte prüfen, ob eigene Schutzrechte dort tangiert werden oder ob vielleicht er Kenntnis darüber hat, dass Teile der Norm oder der gesamte Inhalt der Norm dem Schutzrechtsinhaber irgendwo unterliegen, also einem Patent unterliegen. Dann ist es so, dass man genau dieses Verfahren wählt. Man spricht diesen Halter des Patentes an und der muss dann entweder erklären, dass er diese Pfandbedingungen einhält, Lizenzen dementsprechend vergibt oder, wenn er sich weigert, wird dieses Normvorhaben eingestellt. Und das geht so weit, dass wir auch bereits veröffentlichte Normen dementsprechend behandeln. Das heißt also, wenn jemand der Meinung ist, er könnte sein Patent so lange hinterm Rücken halten, bis die Norm veröffentlicht ist und dann auf den Markt kommt und sagt, ja, das ist schön, dass ihr diese Norm gemacht habt, aber ich halte das Patent und ich hätte gern jetzt von jedem von euch eine Lizenz gekauft und diese Lizenz kostet, by the way, x-tausend Euro und das ist absolut nicht verhältnismäßig und dann ist es so, dass wir als IEC zum Beispiel oder auch als DKE und DIN jederzeit die Möglichkeit haben, aus genau diesem Grund die Norm zurückzuziehen und damit ist dann das Geschäftsmodell oder das vermeintliche Geschäftsmodell dieses Patentmenschen dementsprechend zerstört. Also da gibt es die Möglichkeit, man kann Patente verwenden in der Norm, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Das heißt also, wir
schauen, ob man Schutzrechte im Markt findet. Der Inhaber der Rechte muss informieren. Er muss zusichern, dass Lizenzen vergeben werden können zu diesen Pfandbedingungen. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann beendet man entweder das Normungsvorhaben oder man zieht die existente Norm zurück. Wenn Sie das im Detail interessiert, dann können Sie das nachlesen in den neu veröffentlichten Guidelines for Implementation of Common Patent Policy. Und gerade diese Patent Policy, die nicht nur für IEC gilt, sondern auch für ISO und auch für ITU, die ist jetzt gerade neu verabschiedet, also ganz frisch. Und vielleicht, selbst wenn Sie die kennen, lesen Sie mal die aktuelle Variante davon. Damit wäre ich eigentlich durch, habe aber eben im Vorgespräch mit Schrecken festgestellt, dass ich einen wichtigen Punkt vergessen habe und den hast du eben angesprochen, Jens. Wir sprechen über die Regulierung in Europa und über das sogenannte CE-Zeichen. Das werde ich jetzt einfach frei machen und ich hoffe da auf das Verständnis, dass ich keine bunten Bildchen habe, aber ich denke, ich kann es auch so ganz gut herleiten. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass wir eine Regierung in Deutschland haben, die ab und an in den Markt eingreift, wenn sie der Meinung ist, dass diese Art von Regulierung notwendig ist. Beispiele, wie gesagt, Produktsicherheitsgesetz oder Energiewirtschaftsgesetz. Gott sei Dank ist es ja eher die Ausnahme, dass sich der Gesetzgeber in den Markt in dieser Form einmischt. Auf europäischer Ebene ist dieses System auch angekommen und es ist so, dass wir dieses System als sogenannten New Approach bezeichnen. Dieser New Approach ist jetzt schon einige Jahre alt, seine Anwendung ist mittlerweile erprobt und im Großen und Ganzen sieht es so aus, dass wir eine Regulierung erfahren für den europäischen Markt. Sie alle wissen, dass wir in Europa in einem gemeinsamen Markt leben, das heißt also die Nationalstaaten, die am europäischen Markt teilhaben möchten, haben sich dazu verpflichtet, eine einzelne Norm anzuwenden für einen technischen Inhalt. Diese wird herausgegeben von CENELEC. Da verweise ich dann auf den kurzen Teil im Bereich internationaler Normung im letzten, vorletzten Webinar, was wir gehalten haben. Der Regulierer auf europäischer Ebene ist die EU-Kommission. Die EU-Kommission behält sich vor, auch in den Markt einzugreifen. Das alle kennen Sie. Und das, was die EU-Kommission dann herausgibt, sind sogenannte Richtlinien. Richtlinien, die also dafür sorgen sollen, dass das, was wir in Deutschland haben, nämlich das Produktsicherheitsgesetz, auch auf europäischer Ebene gilt. Das heißt also eine einheitliche europäische Richtlinie, die dafür sorgt, dass Normen entstehen, die dafür sorgen, dass diese Richtlinie eingehalten werden. Das passiert ab und an. Wir haben zum Beispiel eine Richtlinie, die sehr populär ist in Europa, das ist die sogenannte Low Voltage Directive, die also die Anwendung von Spannung, von Niederspannung in Europa regelt und darunter fallen ganz, ganz viele Produkte der Elektrotechnik, die zur Elektroerzeugung, zur Verteilung und dann halt auch zur Wandlung oder zur Nutzung darstellen. Diese Low Voltage Directive ist also eine Direktive der EU-Kommission. CENELEC als zuständige Normungsorganisation hat sich also verpflichtet, Normen zu schreiben im Sinne der Richtlinie. Das heißt also, wir als Markt in Europa geben uns dann die technischen Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten technischen Möglichkeiten, um diese Richtlinie einzuhalten. Um das nochmal komplett zu machen, ist es so, dass es einen sogenannten Consultant gibt, der von der EU-Kommission eingesetzt wird und auch bezahlt wird, der dann prüft, ob die Normen, die durch CENELEC dann gemeldet werden oder kreiert werden oder übernommen werden aus dem IEC-Normenwerk, dass diese Normen auch wirklich dazu gedacht sind, diese Intention der Richtlinie auszufüllen und wirklich dafür sorgen, dass zum Beispiel die Anwendung von Spannung in Europa sicher ist. Das ist so der formale Begriff. Was hat das jetzt zu tun mit dem CE-Zeichen? Ich habe Ihnen auch gesagt, die Anwendung von Normen ist freiwillig. Allerdings ist es so, wenn ich ein Produkt in den europäischen Markt bringen möchte, sei es als Produzent, sei es als Händler,
ich möchte es importieren, vielleicht aus China, vielleicht aus USA, dann ist es so, dass mit diesem Einbringen des Produktes in den europäischen Markt die Richtlinien der EU eingehalten werden müssen. Das ist vielleicht ein interessanter Fakt auch zur Diskussion rund um Normen beiderseits des Atlantiks. Diese Richtlinien der EU-Kommission sorgen dafür, dass zum Beispiel die Anwendung von elektrischer Energie sicher ist. Und wir müssen uns als Hersteller an diese Low Voltage Directive zum Beispiel halten. Aber wie gesagt, auch als Importeur oder als Händler müssen wir uns daran halten. Und ganz, ganz wichtig ist, wir bringen dann, ich sage jetzt wir als Hersteller eines elektrischen Produktes oder als Händler oder als Importeur, wir bringen dieses Produkt in den Markt und kennzeichnen es mit dem CE-Zeichen. Und dieses CE-Zeichen steht dann dafür, dass derjenige, der dieses Produkt in den Markt bringt, dafür Sorge trägt, dass es auch dem Inhalt der Richtlinie entspricht. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Verantwortung dafür, dass dieses Produkt der Intention der Richtlinie entspricht, liegt wiederum bei dem Hersteller. Das heißt also, bei demjenigen, oder halt natürlich beim Importeur oder beim Händler, bei demjenigen, der das Produkt in den europäischen Markt bringt, liegt die Verantwortung darüber, dass er alle Richtlinien, die für dieses Produkt gelten, einhält. Und um das auszudrücken, kennzeichnet man Produkte mit diesem CE-Zeichen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo dieses CE-Zeichen vielleicht sogar irreführend wäre. Eine populäre Ausnahme darüber ist zum Beispiel der Verpackungsmarkt. Das heißt also, wenn Sie irgendwo eine Verpackung kaufen, dann darf diese Verpackung kein CE-Zeichen tragen. Wenn man kurz darüber nachdenkt, erschließt sich auch warum. Nämlich man könnte ein Produkt in diese Verpackung hineintun, in diesen Karton zum Beispiel hineintun und das CE-Zeichen, was dann für den Karton gilt, würde dann vielleicht suggerieren, dass das Produkt, was in diesem Karton drin ist, auch dieser Richtlinie entspricht und das mit der Kennzeichnung des CE-Zeichens durch das CE-Zeichen gemeint ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, jeder, der Produkte einbringt in den europäischen Markt, muss darauf achten, dass er die Richtlinien, die in diesem Markt gelten, einhält. Er ist selber dafür verantwortlich. Er kann sich natürlich diese Verantwortung teilen mit einem externen Prüfinstitut, aber in letzter Instanz liegt die Verantwortung über die Einhaltung oder die Befolgung dieser Richtlinien bei ihm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Da gibt es also andere Regionen der Welt, wo ich zum Beispiel jedes Produkt, bevor ich es in den Markt bringe, von jemandem dritt zertifizieren lassen muss. Das ist also in Europa nicht der Fall. Man geht immer davon aus, dass der Hersteller, der Importeur, der Händler guten Willens ist und Produkte in den Markt bringt, die auch der Richtlinie dann entsprechen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Wie immer möchte ich Sie auffordern, uns Fragen zu stellen. Sie sehen meine Kontaktdaten jetzt hier lang genug eingeblendet. Sie können mich auch jederzeit in der Suchmaschine Ihrer Wahl, denke ich, finden. Meine Kontaktdaten finden Sie auf dke.de. Sie können mich fragen zu all diesen Inhalten oder halt auch zu den IEC-Themen im Allgemeinen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ich sage nicht bis zum nächsten Mal, weil das war jetzt das letzte dieser Webinare. Ja, Thomas, erstmal auch recht herzlichen Dank natürlich, dass du als Referent diesen Teil, aber natürlich auch die vier vorlaufenden Teile für das Einsteigerseminar hast geben können. Liebe Teilnehmer, wir hoffen auch, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiter für sich verwenden. Aber Thomas, ich möchte dich auch nicht gleich ganz entlassen, denn tatsächlich kam gerade noch eine Frage rein. Und zwar möchte jemand wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer EU-Richtlinie, in Klammern zum Beispiel Direktive, und einer EU-Regulierung? Regulation, ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt eine oder ist das einfach jetzt nur so entstanden aus der Präsentation heraus? Also man kann sagen, dass die EU-Regulierung in Form von Direktiven erfolgt. Ah. Das ist vielleicht die sinnvollste Erklärung. Der Regulierer an sich ist die Europäische Union. Und es ist so, dass die Europäische Union Direktiven herausgibt für einzelne Bereiche, technische Bereiche, aber halt auch Dienstleistungsbereiche. Genau.
Ja, und liebe Teilnehmer, ich sehe, Sie werden jetzt richtig fleißig. Es gibt natürlich noch weitere Fragen. Und zwar, muss ich ein Einbaugerät, das nur für den firmeninternen... Was ist ein Eigenbaugerät? Ein Eigenbaugerät, ah genau, das nur für den firmeninternen Gebrauch hergestellt wurde und nicht verkauft werden soll, auch mit CE versehen? Nein, weil ich bringe es ja, ich mache kein verkaufbares Produkt daraus. In dem Moment, wo ich es nicht in den Markt bringe, muss ich es auch nicht mit einem CE-Zeichen versehen. Okay. Und dann, ja, Thomas, liest es hier vielleicht gerade selbst auch, gibt es sporadische Überprüfungen der Zulässigkeit der CE-Kennzeichnung? Wenn der begründete Verdacht besteht, dann ist es so, dass also das CE-Kennzeichen wendet sich an letztendlich die Marktüberwachung. Und das sind verschiedene Institutionen in Deutschland. Wenn der begründete Verdacht besteht, dass dieses CE-Zeichen zu Unrecht auf dem Produkt angebracht ist, dann ist es so, dann fordert man erstmal den Nachweis ein. Wenn der nicht erbracht werden kann, kann es durchaus auch sein, dass man das Produkt mal zu einem Prüflabor gibt und das Ganze mal prüfen lässt und dann dementsprechend den Hersteller, den Händler, den Importeur haftbar macht für eventuelle Schäden, die da auftreten, beziehungsweise halt für das Nicht-Einhalten der Richtlinie wird das Produkt dementsprechend vom Markt genommen. Okay, jetzt kommen noch weitere Fragen. Und zwar, wie ist die Beziehung zwischen dem Mandat und einer Direktive? Ach du meine Güte, ja, ich glaube, wir sollten ein eigenes Webinar machen zum Thema Mandatswesen. Das Mandat ist etwas, was an die Normungsorganisation gegeben wird. Und dieses Mandat wird dann von der Normungsorganisation erfüllt im Sinne der Direktive. Vielleicht kann man das so erstmal beantworten, um nicht zu sehr ins Detail gehen zu müssen. Ja. Bezüglich der CE-Kennzeichnung kam gerade noch mal eine rein. Und okay, zwar, dann müssen wir das speziell mal diskutieren anhand der einzelnen. Da hat jemand bestimmt sicher ein genaues Produkt vor Augen und das sollten wir vielleicht eher bilateral dann außerhalb von diesem Webinar hier klären. Ja, genau. Also wenn es um die Maschinenrichtlinie geht, gibt es einige Besonderheiten. Da können wir jetzt hier nicht im Detail mit drauf eingehen, aber danke trotzdem für den Beitrag. Ja. Okay. Ja, die PDF wird immer wieder mal angefragt. Sie können sich bilateral mal an mich wenden. Dann können wir im Einzelnen darüber reden, welche Inhalte ich Ihnen da zur Verfügung stellen kann. Wir stellen das Ganze ja auf YouTube zur Verfügung. Auch wenn da die Sprachqualität bedingt durch die Konvertierung durch das Cisco-Tool nicht so richtig prickelnd ist, kann man sich dann doch nochmal da anschauen. Ich habe in einem Fall schon gesagt, ich gebe die Folie gerne raus. Das war die Sache des Ablaufs der Normung im Allgemeinen. Also wenn Sie da wirklich sagen, okay, ich möchte diese PDFs nochmal nachlesen und blättern, wenden Sie sich an mich, dann können wir sicher eine Lösung finden dafür. Ja. Okay, wie Thomas gerade schon sagte, also wenn Sie im Nachgang auch noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne nochmal extra an den Thomas Letzt wenden. Kontaktdaten sind hier eingeblendet oder eben an dke-webinare@vde.com. Den Link mit der Aufzeichnung erhalten Sie im Anschluss des Webinars. Ein bisschen Zeit wird dabei ins Land gehen, aber Sie werden zeitnah jetzt darüber informiert werden. Ja, das war das letzte Webinar einer ganzen Reihe. Wir werden Ende Oktober wieder starten mit einer weiteren Reihe. Dazu bitte ich Sie noch etwas Geduld zu haben. Sie werden darüber explizit informiert werden. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie immer wieder einen Blick haben auf unseren Bereich der DKE-Webinare auf unserer Homepage. Ja, liebe Teilnehmer, wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen natürlich noch einen guten Tag und ja, bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Auf Wiederhören.